Den Zwölfen zum Gruße und willkommen zurück in Ferdok. Ja, wir sind im Anwesen, denn ich habe eine Deckung gemacht. Ja, ja, nicht so ganz fein. Ich habe die Gwendala nach Hause gebracht und wollte eigentlich die Rulana holen. Dann habe ich gesehen, ja, Moment mal. Ja, ja, da ist ja wer. Da steht der gute Ernstmark hier. Rakorium. Zum Donner, was ist? Du kommst jetzt mal mit. Genau, da steht der gute. Haben Sie vielleicht einen Text vorbereitet? Wir warten mal einen ganz kurzen Moment. Ja, was haben wir das letzte Mal gemacht? Das letzte Mal haben wir den einen kaputten, naja, eigentlich nicht, gerettet. Jemand ist halt gestürzt. Die Frau war bestürzt und hat ein bisschen mit Terz gemacht. Dann mussten wir ein Wundermittel, Zwinker, Zwinker, beim örtlichen Bereine-Geweihten besorgen, also einfach einen Tee. Und danach haben wir die Gwendala mitgenommen, oder davor schon, keine Ahnung, weil wir ja den guten Tanzbär Zuotl wieder einfangen mussten. Der ist mit davon gelatscht und jetzt stehen wir wieder hier, wollten eigentlich in die Blutberge, denn wir haben auch die Hesinde, die Quatsch, die Drachenqueste Numero 2 haben wir, ja, ja, den wir auch bekommen. Und da müssen wir zum neuen Gebiet, in die Blutberge, wo der Großmeister Inquisitor eine Hexenjagd veranstaltet. Da wollen wir doch mal dazwischen funken. Und ich habe so das Gefühl, wir werden uns wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob man sich da entscheiden muss, ich glaube schon. Aber ich denke mal, die Entscheidung ist klar. Wir werden uns logischerweise für die Hexen entscheiden, mit den ganzen Zauberinnen, die wir dabei haben. Sobald ich meine, man kommt, bekommt jetzt oder irgendwann auch einen Zauber noch dazu. So ein Kampfmagier ist, glaube ich. Ich glaube, da muss ich mal überlegen, ob ich dann Vorgrim oder die Rulana noch behalte. Weil einer von beiden muss dann wahrscheinlich mal den Abgang machen. Und wenn wir soweit sind, vielleicht ist dann sogar die Gwendala wieder interessant. Also eine reine Zauberertruppe finde ich eigentlich immer ganz, ganz spannend. Ja, vielleicht den Vorgrim als Bollwerk noch mitnehmen, das ist auch nicht schlecht. Aber sie kann auch gut kämpfen. Es, ja, eigentlich ist niemand wirklich unentbehrlich. Unentbehrbar, ja. Unentanzbehrbar, aber das macht nichts. Wir reden mal mit Erzmagier Rakorium. Ah, da seid ihr ja endlich. Ein schönes Haus habt ihr hier. Ein schönes Haus. Genau der richtige Ort, den ich für meine Forschungen gesucht habe. Mhm. Kann ich euch mit meinem Wissen zur Seite stehen? Ich mag den einfach. Der ist so schön fertig, der Kollege. Wahnsinn. Und super synchron. Also großartig. Eure Magnificenz. Dürfte ich euch noch etwas fragen? Wie bitte? Sicher, sicher doch. Fragt nur. Dieser Kristall, den ihr mir geborgen habt, darf man fragen, wozu er benötigt wird, Meister Rakorium, oder immer noch nicht? Moment nicht, nein, meine Forschungen stehen erst ganz am Anfang. Die Fachwelt wird staunen. Und noch sind nicht alle Rätsel gelöst, versteht ihr? Und so wichtig ist für die Wissenschaft sein wird, ich vermute. Ihr würdet es ohnehin nicht verstehen. Ja, ja. Aber mehr dann nicht, oder? Erzählt mir bei euch in eurer Vergangenheit. Ach, da gibt es nicht allzu viel zu erzählen, um genau zu sein. Erinnere ich mich zwar, aber es gibt keine Bilder dazu in meinem Kopf. Und immer, wenn ich sie greifen vermag, kommen die Diener des uralten Geschuppten und ja, deswegen auch meine Forschungen und dies alles. Okay. Ja. Entschuldigt, aber ich kann mich nicht erinnern, euch in mein Haus eingeladen zu haben. Oh, dann seid ihr nicht nur Mitstreiter, sondern auch Leidensgenosse. Natürlich danke ich euch dennoch für eure, naja, aber immerhin konnte ich genügend Apparaturen aus meinem alten, in Sicherheit bringen. In Sicherheit bringen? Was ist denn geschehen? Ach, ein kleines Malheur, nichts weiter. Opfer, die große Wissenschaft mit sich bringt, aber damit sollt ihr nicht behelligt werden. Eben dieser werde ich mich nun auch wieder widmen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, okay. Mehr gibt es leider nicht. Jetzt stand einfach hier. Ich denke, ich konnte alles Wichtige erfahren auf bald. Ja, ganz genau. Was war es denn der Nottel? Tanzbär Nottel. Seid gegrüßt. Ja. Ich kann euch gar nicht sagen, wie dankbar ich bin, aus diesem schrecklichen Moor entkommen zu sein. Ja, ist besser als hier, ne? Mein Beileid nochmals wegen Rufus. Ach, Rufus. Ich wünschte, er wäre den Untoten nicht in die Klauen geraten. Hab Dank für eure Anteilnahme. Gibt es schon Fortschritte bei den Forschungen an diesem mysteriösen Thesis-Kristall? Den haben sie aus dem
aus der Statue, aus der Steinstatue des Geschuppten geholt, bisschen zu viel Felsenvitriol draufgeknallt und dann ist das ganze Vieh aufgewacht und ich musste dann einschreiten. War nicht so ein krasser Kampf. Da war die Ratte wirklich, die Mutti-Ratte, die Ratzinger, nee, Ratzinski, noch viel übler. Leider noch nicht, nein. Meister Arcorium hat sehr, sehr eigene Methoden, um an die Ziele seiner Forschungen zu gelangen. Ich hoffe, das Quartier ist angenehm, auch wenn sich Meister Arcorium höchst selbst eingeladen hat. Ja, es ist wirklich gemütlich hier und Herr Wirwosch versorgt uns mit allem Nötigen. Hab Dank für eure Gastfreundschaft. Ja. Ihr habt sonst wirklich nichts zu sagen, ja? Hm? Hä? Wie? Oh, ihr seid es schon wieder. Meine Forschungen machen große Fortschritte. Was sag ich? Riesige Fortschritte. Okay. Nein, danke. Ja, saustark, oder? Richtig gut. Ja. Mehr ist nichts zu tun, oder? Guano? Nee, oben der Drano hat ja nichts zu tun. Was macht eigentlich der Drano hier? Kann der mitkommen, oder wie, oder was? Ja, wir fragen mal nach dem Arcorium. Eine Frage noch, Wirwosch, ihr Herren? Ja. Aber ich kann ihn nicht ansprechen auf den verrückten Zauberer, der hier einfach, der verrückte alte Mann, der einfach so bei mir rumlungert. Okay. Na, von mir aus. Dann will ich mal nichts gesagt haben. So. Ich würde sagen, wir machen einen Abflug, oder? Wie sieht es mit Gorschen aus? Holt das Buch aus der Ruine. Das sagenumwobene Buch aus dem Hesinde-Tempel muss sich irgendwo in der alten Burgruine befinden. Im Blut... nicht Gehege, Blutgebirge. Aber irgendetwas sagt mir, dass ich dort nicht einfach leichten Fußes hereinspazieren sollte. Ich werde mich besser zuvor ein wenig kundig machen. Aber dann sollte mir nichts im Wege stehen. Das Buch muss gefunden werden. Oder irre ich mich schon wieder? Irrt sich meine Vergangenheit? Meine Gehirn. So, jetzt mal schauen. Ah, wir haben doch gar nicht die defensiven Fertigkeiten ausgerüstet. Oder wo ist das? Offensiver Kampfstil. Zack. Sie hatte das auch, ne? Nimm die Sache in die Hand. Du nimmst die Sache in die Hand, so ist fein. Ja, Fernkampfgeschichte. Packen wir auf die zweite Seite. Moment. Ah, packen wir es da rein. So. Ja, das ist alles gemacht. Hast du noch was Defensives ausweichen? Schildkampf? Nein, du hast schon den Defensiven aktiv. Du benutzt mal den Offensiven, genau wie du. Und da kann es auch schon losgehen. Ajosplatz. Manche Gegner sind sehr geschickt in der Parade und können kaum mit Wucht oder Hammerschlägen bezwungen werden. Diesen Fall beginnt man am besten mit Finden oder gezielten Stichen. Oder gleich aus der Distanz. Das ist richtig. Gut, dann wollen wir mal aufbrechen. Was hat er zu sagen? Diese schauerlichen Untotengeschichten und dann auch dieser lästige Sonnenschein. Bah, man sollte wirklich besser daheim bleiben. Das stimmt. Okay. Einer der Novizen Arcoriums, dieser Rufo, soll von seinem Meister, was, den Klauen der Untoten überlassen worden sein. Eine Ungeheuerlichkeit sondergleichen. Naja. Ja, das Geschwätz der Leute ist natürlich wieder hervorragend. Hat sich auch heute nicht geändert. Ja, jeder weiß Bescheid. Aber auch nur moderne Waschweiber. Erzählt sich, alle Moorbrücker sollen von Untoten gefressen worden sein. Ach, erzählt man sich das. Wenn das gute Wetter anhält, werden die Truppen von Davanias einen erfolgreichen Sonnenzug gegen das Übel im Dunkelwald führen können. Ja, Sonnenzug erinnert so ein bisschen an Deus Vult, oder? In Moorbrück soll eine Untotenschwärme die armen Bürger in Angst und Schrecken versetzt haben. So, so, erzählt uns doch mehr. Ja, jetzt geht's in den neuen Bereich, ins Blutgebirge. Bin ich mal gespannt. Ich meine mich noch ein bisschen daran zu erinnern, aber nicht mehr so wirklich. Ist das schon das Neueste? Die Preiskirche soll einen Sonnenzug vorbereiten. Es gibt sogar einen Aufruf für Freiwillige. Also doch. Diese schauerlichen Untotengeschichten. Dann noch diese lässigen Sonnenschein. Ah, kenne ich schon. Was hat das Huhn zu sagen? Komisch, das Huhn steht da, bevor er die Alte gegaggert hat. Zufall? Ich glaube nicht.
Sollen wir nochmal mit guten. Oh, ein guter Zortel. Vorbeischauen. Oh, was hat Bären für den Firinjam zu sagen? Oh, Bärchen. Nimm mal mit. Zottel ist wieder völlig normal. Ich weiß auch nicht, was mit ihm los war. Ich weiß auch nicht. Gut, alle mal hergehört. Na klar. Bitte? Na klar. Gibst du ihm gerade mal so ein bisschen Fingerfertigkeit? Fuhra, sei so lieb, ja? Toll. Toll, kriegst du hin. Gräuter Sierche. Halt, kurz warten. Und Vollgas. Eins und zwei. Sollen wir vielleicht noch ein paar Heiltränke beamen, bauen vorher? Was ist das? Zunderschwamm. Der gute. Der gute Zunderschwamm. Wirselkraut brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich meine, dort hat es jede Menge Labore. Aber nur für den Fall würde ich sagen, machen wir einfach mal vorher noch eine Medizin klar. Guten Tag. So, Einbeerensaft. Ja, aber der frisst halt 10 Einbeeren. Und so ein Heiltrank? Wie, ich habe kein Zwiedestillat. Was soll der Quatsch denn? Zwiedestillat. Braucht doch nur die Hälfte. Heilt aber 10 Punkte statt 15. 10 Punkte mehr. Wirselkraut. Das muss sowieso mal weg. Zwiedestillat. Guten Tag, bitte einmal Zwiedestillat. Nandus zum Großen. Nando. Kampfmagierkappe, das sieht natürlich auch nicht schlecht aus. Kampfmagierkappe. Besser als dieser komische Hut. Da lacht sie. So, du ziehst jetzt die Kampfmagier-Geschichte an. Nee, doch. Amulett des Mutes. Oh, Mut plus 1. Blau eingefasstes Amulett, das auf magische Weise den Mut des Trägers erhöht. Aber 25, die Hälfte. Oh, Moment. Gut, die Hälfte ist dann weg. Das ist nicht, natürlich nicht so gut. Ja, und natürlich ist hier keine. Oh, ich brauche doch nur Zwiedestillat. Sieht das jetzt wahrscheinlich ein bisschen bescheuert aus. Oh Mann. Frisch von der Chemo. Naja. Das ist ein halber Helm. Oh Mann. Okay. Muss einfach sein. Und du ziehst mal wieder deinen. Ja, ich meine, der Bonus ist da nett, aber du ziehst mal deinen Hut auf. Wo ist dein Hut? Hast du den Hut stehlen lassen? Hole Nuss. Da hast du ihn wieder. Zack. Gulmante kriegt sie. Und alles ist wieder gut. Alle freuen sich. Fackel. Ja, komm, kriegt der Vorrim in die Hand gedrückt. Der kann da mehr damit anfangen. So, jetzt einmal kicken. Was haben wir denn jetzt? Ich brauche ein dummes Zwiedestillat. Hat sie irgendwo einen Heiler? Irgendwo. Hat der. Zwiedestillat. Da müsste ich wieder zur Grafengeschichte. Das lassen wir jetzt mal sein. Tja, haben halt keinen. Hexen gibt's im Wald. Da wird es doch bestimmt was Leckeres geben. Willkommen beim Krämer Rappelbusch. Vom Bolzen bis zu den Verbänden. Alles im Sortiment vorhanden, was der reisende Abenteurer so braucht. Lass doch mal sehen, vielleicht kann ich wirklich etwas gebrauchen. Aber die Antwort ist natürlich wieder nein. Amazone voraus. Genau. Verkauf mal die Riesenkrabben-Dinger. Oh, Bärenfallen. 35 Dukaten. What? Frage ist, brauche ich die wirklich? Oder brauche ich nicht mehr die 35 Dukaten, von denen ich mir dann ein Mutamulett anlegen kann? Ich würde sagen, die verhökern wir, oder? Das hier finde ich mit Umwerfen wesentlich, wesentlich angenehmer. Das wäre auch. Moment. 35 Dukaten, das ist ein Zeichen. 25 Dukaten für das Amulett. Für der Amulett. Und 10 Dukaten, um ihr das Talent Bogenbau beizubringen. Was man natürlich auch machen könnte, ist, man geht in sein Zuhause, schnappt sich seine Gwendala und drückt der so ein bisschen die. Bogenbaugeschichte hoch, weil die dir eh einen Arsch voll Dings. Und dann kann sie alles lernen. Kann man sich die 10 Dukaten sparen. Soll man die Bärenfallen verkaufen? 16 Stück. Ich meine, der Schaden ist ganz gut. Man kann also 3 Fallen auslegen. Bekommen alle ordentlich Schaden. Ja, ich meine, 5 bis 10 Schaden.
35 Dukaten. 35 Dukaten. Ich meine, wir reden hier von 35 Dukaten. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber das machen wir, oder? Aber zunächst... Verdammt. 35 Dukaten. Angenommen, sie würde jetzt mal die Kanonenkugel ablegen und würde... Das bin ich. Das bist du, so ist fein. Angenommen, sie würde das hier tragen. Hat das irgendeine Auswirkung auf ihr Handelsgeschick? Lass doch mal sehen. Ich mach das schon. Nee, verdammt. Okay. Ja, dann würde ich sagen, hau weg die Scheiße, oder? Tschüss. Was sag ich denn für schlimme Worte? Entermesser? Brauche ich ein Entermesser noch? Nein, die hat einen Säbel. Weg mit dem Entermesser. Krähenfüße. Oh, Selbstverschwörung oder Opfer wird umgeworfen. Ah, okay, dann... Okay, Krähenfüße, Krähenfüße. Das soll ich dann vielleicht doch mal ein paar machen, weil die sind ja wie eine Schlingenfalle. Das ist nicht schlecht. Und Murmeln sind sehr teuer. Ist eine Gewandtheitsprobe minus 2, also eine Erschwerte. Oder Opfer wird umgeworfen mit großem U. Okay. Rolanas Rüstung können wir auch verticken, oder? Dann kriegt mal der Krämer Rappelbosch, kriegt man das ganze Zeug, weil... Warum auch nicht? Wurfmesser verkaufen oder benutzen? Behalten. Okay. Sturmhaube 1. Backenhelm 2. Wattierter Waffenrock. Weg. So, wir missten aus. Fluorid kommt weg, Rapier kommt weg. Meint ihr? Ja. Ich bin sogar felsenfest davon überzeugt. Ja, den können wir mal irgendwann wieder eine Runde abdingsen lassen. 100 Dukaten. Das ist eine verdammte Menge in diesen Zeiten. Das bin ich, Amazone voraus. Genau. Dem fehlt hier eine Halskette. Sollen wir dem mal ein Mut-Amulett geben? 25 Dukaten. 25, ja. Wir haben 100. 106 Dukaten. Notfalls mache ich noch ein paar Bärenfallen, oder? Was bräuchte ich denn für Bärenfallen? Nur mal so. Ich kann ja quasi das, was ich kaufen will, mal in Bärenfallen umrechnen. Was hatten wir da? 16 Stück? 16 Stück waren 35. Das ist gar nicht mal so schlecht. Also 8, 17 Dukaten. Okay. Also fast jetzt. Egal. Krähenfüße wären gut, die zu machen. Haben auch jede Menge rostige Nägel, das ist toll. Stahl. Können wir 6 Stück von machen? 6 Stück? Das ist schon einiges an Kohle, aber naja. Was mache ich hier? Achso, ich will einkaufen. Nandus zum Großen. Nein, wir müssen erst andere Sachen meistern. Ich versuche mein Bestes. So, bitte mal alle anhansen. Ich höre immer noch das. Na klar. Naja, vielleicht kriegen wir doch bessere Preise. Mal gucken. Die magische Ausrüstung. Und zwar das. Amulett des Mutes. Soll ich das holen? Ja oder nein? Blau eingefasstes Amulett. Ist auf magischer Weise den Mut. Komm. Wir haben's. Also haben wir auch aufgepasst, das auszurüsten. Zack. 16 Mut. Das hilft ihm bestimmt. Würde ich mal sagen. Anführen wird die Gruppe aber weiterhin sie, nicht du. Vor Grimm. Ist mal schön. Ist mal schön sieht das man. Halt. Du hast doch nicht gedacht, dass ich dir eine Kanonenkugel abnehme. Nee, nee, du bleibst mal schön. Bei deinem lustigen Helmchen, mein Gott. Sieht ein bisschen fertig aus. Aber ich meine, im Kampf, ja, so eine hübsche Leiche bringt auch niemandem was. Höchstens dem Nekromanten im Moorbrück, aber der ist ja auch schon tot. Selbst das bringt nichts mehr. Naja, dann noch was pflücken. Werkbank. Nein, wir gehen. Ah, hier war ich auch schon ewig nicht mehr. Das war der Anfang, wo er über die Mauer geklettert ist, der gute Dranor. So steht er einfach an. Was macht er bei den Schweinen? Nicht dein Schinken. Ja, wenn er schon so dumm dasteht. Sag mal kurz Hallo. Oh, fein. Oh, fein. Pass doch auf, wo ihr hinlauft. Pass bloß auf, was du sagst. Uns kreist hier der Hammer. So, Blutberge. Harvestreu. Blutberge. Gut, dass es so nah dran ist. Also die Reise ist schon... Ah ja. Jetzt... Ach, das ist der Wald.
Harvestreu ist am Rand. Ah, Waldrand gewesen. Der Untergang der Metropole Bosbaran, Hauptstadt des früheren Bosbaranischen Reiches, bezeichnet und begründet die aventurische wichtigste Zeitrechnung Bosbarans Fall, Kurs BF. Heute schreiben wir das Jahr 1032 nach Bosbarans Fall. Wenn man sagt, nach Bosbarans Fall. Oder? Ich glaube schon. Ich sage es auf jeden Fall so. Jetzt haben wir Zeit. Blutberge, Geografie und Historie. Ein schönes Bild. Auch alles sehr schön gezeichnet. Ja, die Optik, beziehungsweise die ganzen Artworks, die ganzen Zeichnungen, sind natürlich hervorragend. Jetzt kommt wahrscheinlich ein Eröffnungsvideo. Wir wollen uns das mal anschauen. Oder auch nicht. Ah, das hier ist abgezeichnet. Interessant. Ja. Wo ist das im Südwesten? Das sind die Blutberge. Ich glaube, das ist kein friedlicher Ort, oder? Gulmont? Gulmont. Ich glaube, Gulmont hier haben wir reichlich, ne? Was haben wir da? 33, ja. Nutzen wir das? Na gut, ein bisschen Gulmont. Halt, Blätter. Wie viele Blätter hast du denn an Gulmont? Belmart? Okay, hat sich erledigt. Ja, gib mir eine Vorgang vor. Grimm. Ist auch ein sehr hübscher Bereich. Wieder sehr waldig. Braucht mehr Steine, weniger Bäume. Ja, schade, dass die Gwendala nicht dabei ist. Die würde wahrscheinlich wieder irgendwas erzählen von der Natur. Wieder eine magische Kuppel. Über einer Bergfestung. Nanu? Hey, du da! Du willst doch nicht etwa hinauf zur Burg, oder? Nein. Da kommt nämlich niemand rein. Aber wenn du gerne lange Aufstiege magst, bitte. Oh, eine krasse Stimme, ne? Josmene. Schweinefrau. Keiner? Meinst du, ich gelange auch nicht in die Ruine? Und was hofft wohl jemand wie du dort zu finden? Ich suche ein altes Buch. Es soll vor kurzem in der Ruine aufgetaucht sein. Es soll da ein großer Zwergenschatz verborgen sein. Den will ich heben, aber erzähl's nicht weiter. Ich glaube, ich bin mal ehrlich. Warum glaube ich das? Weil hier der Sonnenzug und sowas stattfindet von der Davania. Der möchte die ganzen Hexen hier umnieten. Und die hat schon den feuerroten Haaren. Ich weiß nicht. Ich bin mal ehrlich. Ich suche ein altes Buch. Dann haben nicht nur wir Schwestern. Ah ja. Satuarias bemerkt, dass in der Ruine Seltsames vor sich geht. Hör zu. Ich bin eine Hexe des Dunkelwaldes. Vielleicht können wir dir ja helfen, in die Ruine zu gelangen. Aber eine Hand wäscht die andere. Eine Hexe? Mit dir mache ich keine gemeinsame Sache. Scher dich vor. Ist, glaube ich, eine schlechte Idee. Ich meine, ja, genau. Man kann sich auf eine von beiden Seiten schlagen. Ich würde mal sagen, diese Zauberinnen sind eher unsere Geschichte, oder? Die Zauberwirkerinnen. Na gut, was willst du? Die Inquisition soll nicht ungestraft in den Dunkelwald eingedrungen sein. Die Breios-Diener haben ein Lager aufgeschlagen. Bring mir von dort ihren Messwein, damit ich ihn mit einem Fluch belegen kann. Du findest den Wein wahrscheinlich in einer Reliquienkiste. Müssen wir knacken, vielleicht reinschleichen. Mal schauen. In Ordnung, du sollst den Messwein bekommen. Wenn das mal gut geht. Das wäre ein Sakrileg. Nein, das kann ich nicht tun. Wir sind ja nicht unbedingt so dermaßen gotteswürdig. Wir sind ja außerdem auch nicht von hier. Von daher, was geht uns der Quatsch hier an mit ihrem Preios? Ich würde sagen, wir machen das. Das gestohlene Wissen wurde aktualisiert. Du findest mich hier, wenn du ihn hast. Kannst du mir vielleicht einen Rat geben, wie ich an den Wein am besten herankomme? Wenn ich das wüsste, würde ich das Gesöff selbst holen, Schwester. Am schwierigsten wird es sein, das Lager der Prajoten zu betreten. Tu am besten so, als ob du den Sonnengott verehrst und dich ihnen anschließen willst. Ich würde gerne noch was wissen. Ja? Wieso hütest du Schweine, wenn du eine zaubermächtige Hexe bist? Du weißt nicht viel über die Hexerei, oder? Hexen verbergen ihre wahre Natur oft vor ihrer Umgebung und gehen einem gewöhnlichen Leben als Bäckerin, Magd oder Jägerin nach. Als Hirtin habe ich ein gutes Auskommen.
Warum Schweinchen aber so lustige Nasen? Oder Schnuten? Was sind Hexen? Oh, neugierig. Die Töchter Satuarias leben für eine Zauberei der Gefühle, Leidenschaften und der Natur. Jede Hexe gehört einem örtlichen Zirkel an, der sich zu wilden Hexenfesten im Feuerschein trifft. Verstaubte Bücherstuben und muffige Roben sind nur etwas für engstirnige Gildenmagier. Wir sind ja eine Elementaristin. Und wir sind ja Studierte, von daher... Naja. Was gibt es über den Dunkelwald zu erzählen? Außer der Ruine Blutberge liegt das Gut Dunkelforst in der Nähe. Ich führe die Schweine des Gutes zur Eichelmast. zur Eichelmast. Und tausche mich gerne mit der Weberin Morla. Oh Gott. Die Uralte? Oder die... Wie heißt die noch, die Morla? Also haben sie hier noch einen Sumpf. Interessant. Einen Blick. So. Morla ausgenommen. Die meine Gesinnung teilt. Reisende sollten sich vor Wölfen und Feuerfliegen in Acht nehmen. Ach, Feuerfliegen. Die haben ja schon dutzend weggeklatscht, die Viecher. Der Wald, vor allem wenn das Feuerding... Können die Feuerfliegen mal, können wir Feuer unter Winter machen, Junge. Der Wald ist auch Revier von Humbert und seinen Räubern. Ah, Humbert und seine Räuber. Aber hier hat man nichts von ihnen zu befürchten. Er führt seine Überfälle nur an der Straße nach Ferdok aus. Außerdem bringt er einen guten Schnaps. Was ist mit der Inquisition? Verbohrte Gotteskriecher, die alle Andersgläubigen auf den Scheiterhaufen bringen möchten. Jede Hexe, die klug ist, wird sich vor ihnen verbergen. Du findest die Prajoten wohl in Lagern oder auf Streifzügen durch den Wald. Ja, und die können mich auch umschubsen und ziemlich hart zuschlagen mit Wuchtschlägen und sowas. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wohl dem, der ja eine gute Konstitution und Selbstbeherrschung hat. Aber wir haben ja... Ne, auf bald, genau. Aber wir haben ja zum Glück Zauber gelernt. Die noch nicht in der Liste sind. Moment. Wo ist es denn mit dem Rost? Patina. Eisenrost und Patina. Komm. Braucht. Klugheit, Charisma und Oh, Gewandtheit. Warum Gewand? Okay. Interessant. Die sind ein schönes Mittelmaß, finde ich, von den Werten her, ne? Abgesehen von der Körperkraft. Eigentlich immer so 13, 14. Ja, nicht schlecht. Okay, 12, 12. Aber trotzdem, ganz gut. Haben wir hier noch was Neues gelernt? Klarum Burum haben wir gelernt. Dann machen wir Klarum Burum mal hier unten rein. Psychostabilis ist Magieresistenz. Armatrotz, genau. Können wir irgendwas... Nee, lassen wir erstmal so, wie es ist. Gut, dann wollen wir mal... ich würde mal sagen, die Rulana führt mal den Trupp an. Da oben gibt es nichts. Da ist die Burg, da ist der Messwein. Hier im Osten. Burg. Sollen wir zur Burg latschen und gucken? Ja, komm, wir schauen uns hier mal erstmal bei der Burg um und nach diesem... nach der lustigen Kuppel mal... die uns mal ein bisschen genauer anzugucken. Die Ausschau zu halten. Ja, wieder eine schöne Waldmappe. Ist mir ehrlich gesagt lieber als der Moor. Aber... Ne, das Moor, ne? Und die Moorlage ist ja auch noch. Ganz schickes, schicke Optik hier, muss man sagen. Schickes Panorama. Ich glaube, hier gibt's teilweise ziemlich harte Kämpfe, wenn ich mich da noch recht dran erinnere. Wenn ich recht entsinne. Komm, wenn wir schon mal dabei sind, pflücken wir auch gleich noch, was halt rumliegt. Ja, wenn wir schon mal da sind. Schauen wir uns hier erstmal um. Dann wissen wir schon mal, was hier ist. Denn... Fehlschlag. Natürlich. Natürlich ein Fehlschlag. Das Vieh hält nicht mehr so lange an. Mach das mal neu. Alle hopp. Genau, du gehst mal voraus, du Amazone. Aber das sieht aus, als ob es da wirklich nicht weitergeht. Ja, ich denke mal, es ist ganz günstig, sich mit den Hexen gut zu stellen. Ich meine, die Lara wird auf jeden Fall
eher zu denen halten, schätze ich mal, als Zauberine. Da wird sie wohl wenig zu tun haben mit den anderen. Drachenkultist. Oh. Ah, das ist aber ein schickes Panorama. Doch, das gefällt mir. Oh. Schöner Regenbogen. Aber wird natürlich schön missbraucht. Aber naja. Das ist eine andere Geschichte. Was ist das denn? Conchines. Ich schau mal, wie schwer das zu ernten ist. Oder wäre. Boah. Um 7 erschwert. Ich glaube, hier finden wir nicht mehr viel. Wir müssen wirklich mal investieren. Weil mehr als Kampfding hat die sowieso nicht, ne? Die haut halt drauf und ansonsten Fallenstellen, ja, ist ganz nett, aber hier ist Feierabend. Leider sieht man auf der Minimap schon, dass da Drachenkultisten sind. Aber hätte man sich ja denken können, wir sind ja auf der Drachenqueste. Und die ganzen Geschuppten, von denen haben wir schon gehört. Genauso wie der Kristall, dieser Thesis-Kristall, der kam ja auch aus dem ja, der hatte einen Geschupp dabei sich, deswegen wissen wir ja schon, dass hier Böses im Busch ist. Genau, und ganz am Anfang mit Dranor und Co., da haben sich ja auch die Räuber oder was mit den fiesen Geschuppten eingelassen, ne? Tja. Dann wollen wir uns mal aufmachen in Richtung des Lagers. Aber es ist wirklich hübsch, ne? Schöne, dichte Wälder. Ist schon ganz angenehm, muss ich sagen. Ja, natürlich von der Optik her und so weiter. Ja, eigentlich hübscher. So ein bisschen Gothic erinnert mich das immer. Hat seine Vorteile, ist bunter. Klar, ist ja alles so ein bisschen schön hell. Ein bisschen, nennt man das High Fantasy, nennt man das ja heute so Zeugs. Aber finde ich ehrlich gesagt ganz nett. Spielt ja in einem ganz anderen Universum. Aber so ein bisschen hat mich das immer daran erinnert, muss ich sagen. Auch ein wunderschönes Spiel. Sie komischen Aberglauben an und am schlimmsten, sie leugnen die Existenz der Herren Rondra. Okay. Also sie ist nicht so gut drauf zu sprechen. Zerstöre den Schutzwall. Überwinde den magischen Schutzwall. Ich werde nicht eher in die alte Burgruine gelangen, bis es mir nicht gelungen ist, diesen mächtigen Schutzwall zu zerstören. Keine leichte Aufgabe, aber ich muss das Buch im Inneren der Ruine finden. Hilft der Hexe Josmene. Ich soll Josmene den Messbein der Batterie der Preioten entwenden. Ich hoffe, der Ärger wird sich lohnen, denn auf die Hilfe der Preioten darf ich dann nicht mehr hoffen. Genau. Wenn ich mich jetzt für diesen Weg entscheide, bleibt mir wohl nichts anderes, als auch das Vertrauen der anderen Hexenschwestern zu erwerben, ganz gleich, wie schwere Prüfungen sein mögen. Entwende den Messwein. Eine Schweinehirtin bot mir unverholfen Hilfe an, als ich ihr von meiner Suche nach dem Buch der Schlange erzählte. Allerdings gab sie sich sogleich als Hexe zu erkennen und so wundert es mich nicht, dass sie ihre freundliches Entgegenkommen an eine Gegenleistung knüpft. Ich soll ihr den Messwein aus dem Lager der Sonnendiener bringen. Sicher kein leichtes Unterfangen. Ja, das glaube ich allerdings auch. Aber ich würde sagen, bevor es hier weitergeht. Oh Mann. So viel zum Thema. Es ist wohl ein bisschen düster geworden. Wolken sind aufgezogen. Das bedeutet nichts Gutes. Unheilvolles. Wir werden sehen, was beim nächsten Mal passiert. Denn dann geht's hier weiter. Dahin knackt's schon. Oh Mann, Räuber haben wir auch, die irgendwo im Unterholz sitzen. Wir werden es erfahren. Beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Drakensang. Ich danke fürs Zuschauen. Sage ciao, ciao. Ihr habt euch wohl.